Hund hier, wie ein Blöder. Was meinst du? Da mache ich hier das Gestell dran, wie du gesagt hast, das Metall. Weil sie wollen es wegschmeißen, kann auch keins weg, das wegschmeißen. Das kriegst du nicht mehr sowas. Wie alt ist denn die? Die ist 50 Jahre alt, was willst du denn? Gott, das Türle wegschmeißen. Junge, Junge, Junge. Oh, Junge. Auf das, was du aus uns gemacht hast, pur Ausrüstung. Kannst einstellen, runter und tief. Oh, ja. Kannst immer ein bisschen warm machen, hast du gleich mal ausgepurt. Und elektrisch, der tut kosten. Elektrisch, Ceiling, bei Ceiling. Du kriegst halt so eine Maschine, neumodisch, aber die kosten halt Geld. Das ist gleich. Ausgegangen. Ist auch nicht anders als sie. Die läuft vielleicht noch schlechter, weil die Motoren sind unkaputtbar. Hier, das bessere Kugel dort drin, aber wir brauchen es schon. Die Motoren sind unkaputtbar. Kaviert sind die. Die Motoren kriegst du nicht kaputt. Das schwer sind die. Hund, deswegen. Wer? Der Thomas mit seinem Hund. Ach so, deswegen. Feinmaschine, was kriegst du nicht mehr? Sag mal, wie alt brummst du nicht mehr? Alle blassen Dinge. Ich denke mal, die geht noch. Die geht ja noch. Ich denke mal, entweder ist der Stecker kaputt oder der Schalter. Oder der Schalter. Oder die Schalter. Hat die auch eine Sicherung. So, der Motor ist einfach rein. Der Motor hat eine Sicherung. Ist hier die Sicherung? Nein, nein, nein. Weißt du, wo die Sicherung ist von dem Motor hier? Nee, weiß ich auch nicht. Dann Fachmann lacht rum oder so. Guck mal, mal so fertig ab. Ist nicht viel kaputt. Einmal sehen, den kaputt, sonst was kaputt. Der Motor, die Maschine geht doch. Die schöne Drehmaschine. Ne? No. Ja. Junge, Junge, Junge. Bau das unten ab hier. Und wenn ich eine Hektare kommen lassen habe, lassen wir sie mal laufen. Dann zeige ich es mal vorbei. Jawohl. Du weißt ja, wie es geht. Ne? Du hast den kleineren, ne, glaube ich. Ich habe eine kleine und eine große, zwei Stück. Nee, schöne Maschine. Da brauchen wir immer sowas. Bitte? Da brauchen wir immer sowas. No. Immer. Kostet Buhe, hier, das ist auch nicht immer das Richtige. Auch nicht immer das Richtige. Hier hast du mehr Halt. Nee, so laut. Also, kannst du den Balken alles reinmachen. Alles. Stabil. Der Motor muss aber irgendwo eine Sicherung haben. Ich schätze mal, da hier muss irgendwas drin. Ich gehe nicht dran, ich weiß nicht. Mach nicht dran, lass den elektrischen Kopf. Oh, so eine Maschine kriegst du nicht mehr. Was denn? Ah, Junge, mal die auch dran. Wie alt würde die sein, weiß nicht, hä? Bitte? Die wäre gebraucht gewesen, hat sie gesagt. Ewald. Was meinst du? Die hätten sie gebraucht gekauft. Ja. Die ist bestimmt schon alt. Nur. No. Gut, mal die auch dran. Da gibt es Interessenten dafür, Ewald. Wenn ich da jemanden sagte, die bauen die auf hier komplett. Hey, ich wüsste nur, dass das Kopf ist oder was. Hey, ich kann es nur gebrauchen. Mit Bohren kann der Tisch rein hochstellen, tiefstellen. Gut, das Tölle. Ich kann sowas kaufen nicht. Stabil oder Eisen, das und das Packerfutter ist gut nicht. Bei Münzen ist kein Packerfutter, das ist es kaputt. Das ist auch immer breit Packerfutter. Oh, na. Hier unten ist es durchgefault. Die zwei Balken hier unten sind durchgefault. Komplett kaputt. Ja, ja. Die sind ein Blätterwurm drin, 100%. Hier auch. Ja. Blätterwurm drin, siehst du was? Ja, ja. Wie sah ich es ja hier? So. Ja? Das ist ein elektrischer Kumpf. Ja.